schönen guten Morgen. Ich versuche mich kurz zu halten, weil wir den Zeitplan ja schon ein bisschen gesprengt haben, glaube ich, wenn ich das sehe. Was befähigt mich eigentlich dazu, was zum Thüringer Revisionsausschuss zu sagen? Ich bin Jurist, 37 Jahre, Thüringer, wohnhaft in Jena, schon seit längerem. Habe sozusagen auch die Ehre, die mehr oder weniger aus der Nähe, also einige der Protagonisten auch persönlich zu kennen. Bin seit 2012 wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Fraktion Die Linke im Thüringer Landtag und dort verantwortlich für die Betreuung des Untersuchungsausschusses 5.1 Rechtsterrorismus und Behördenhandel gewesen. Der hat ja seine Arbeit aufgrund der Wahlen auch eingestellt und hat auch einen Abschlussbericht gemacht. Und ich bin gebeten worden, zumindest einiges, was den Untersuchungsausschuss ausmacht, darzulegen oder zu übermitteln. Zum Anfang vielleicht ein paar Sätze dazu, wie es zu dem Untersuchungsausschuss gekommen ist und was Thema des Untersuchungsausschusses war. Auch in Thüringen war die Diskussion relativ schnell darüber, wie mit der Aufarbeitung umgegangen werden soll. Es gab da verschiedene Ansätze zu sagen, man wartet auf den Untersuchungsausschuss im Bund und richtet sich dann eher danach und guckt, was da rauskommt und versucht das selber erstmal in die eigenen parlamentarischen Gremien, Innenausschuss, Justizausschuss und Ähnliches zu bearbeiten, zumal es ja auch vom Innenministerium sehr schnell eine Aufklärungskommission gab. Das war die sogenannte Schäfer-Kommission mit dem ehemaligen Bundesrichter Schäfer, die die Arbeit aufgenommen hat und quasi aus regierungsamtlicher Seite versucht hat zu überprüfen, welche Informationen in Thüringer Behörden vorlagen zum NSU. Aber bereits um die Jahreswende 2011/2012 war dann klar, dass auf Thüringen nicht mal ein Untersuchungsausschuss herumkommen wird, allein schon deswegen, weil die Ausschüsse mit Verweis auf die Geheimhaltung und die Ermittlung einfach auch schlicht und ergreifend keine Akten bekommen haben von der Regierung und die Regierung sogar schon dann explizit verwiesen hat, dass es etwas anderes wäre, wenn ein Untersuchungsausschuss eingesetzt sei. Dann müsse man die Akten herausgeben. Entsprechend kam es dann im Januar 2012 zur Einsetzung des Untersuchungsausschusses. Der Auftrag war natürlich ein bisschen anders als der im Bund. Das liegt allein schon an den Kompetenzunterschieden, dass man in Thüringen natürlich nur das Behördenhandeln der Thüringer Behörden kontrollieren darf als Landtag und nicht das Handeln der Bundesbehörden. Wir haben uns zudem den Auftrag etwas erweitert, indem wir die 90er Jahre in den Blick genommen haben, also die Frühgeschichte des Bundeslandes Thüringen, schlicht und ergreifend deswegen, weil die Strukturen, aus denen der NSU erwachsen ist, beziehungsweise zumindest die drei Personen und der Angeklagte Wohlleben stammen, ja, sich in den 90er Jahren in Thüringen entwickelt haben. Deswegen haben wir uns sehr viel Zeit gelassen und ein ganzes Jahr damit zugebracht, uns mit den Strukturen in Thüringen in den 90er Jahren auseinanderzusetzen, was Behörden betrifft, wie war das gesellschaftliche Klima und Ähnliches. Da haben wir auch erschreckende Befunde machen müssen. Schlicht und ergreifend gab es teilweise regelrechte Behördenausfälle. Gerade in den frühen 90er Jahren war es tatsächlich möglich, ganze Gebiete mehr oder weniger die Straßen zu beherrschen, bis hin, also wir hatten Berichte von, dass Nazis regelmäßig Verkehrskontrollen durchgeführt haben, also Straßen gesperrt haben in manchen Gebieten und die Personen kontrolliert haben, die mit Autos durchgefahren sind, ohne von der Polizei dabei erledigt worden zu sein. Also es waren teilweise unglaubliche Zustände, verstärkt dadurch, dass die Städte, Gemeinden und auch die Landesbehörden oftmals der Meinung waren, ja, so groß ist das Problem doch nicht und Personen, die gegen dieses Problem agitiert und die machen sozusagen nur unser schönes Land, unsere schöne Gemeinde, unsere schöne Kommune schlecht. Das waren also die Befunde, die wir dann machen mussten und interessanterweise, also erschreckenderweise, tatsächlich dann auch so offen dargestellt worden sind und in dem Ergebnis, die wir dann gefunden haben, bis hin zur CDU, die damals ja auch Verantwortung getragen hat, in weiten Teilen so auch diese Feststellungen mitgetragen worden sind. Das ist auch ein interessanter Fakt, den man, glaube ich, für den Thüringer Ausschuss konstatieren muss. Wir haben dann bis 2014 noch versucht, einige andere Bereiche zu stärker in den Fokus zu nehmen. Der zweite wichtige Bereich war natürlich für Thüringen das Untertauchen der drei nach dem Fund von Sprengstoff in einer von Beate Schäfer angemieteten Garage in Jena im Jahr 98 und die darauf laufende Fahndung nach den drei durch Thüringer Behörden. Die haben uns auch sehr intensiv angeschaut und zum Schluss haben wir dann versucht, uns noch anderen Themen zu widmen. Also wir haben kurz aufgerufen, den Mord an Michel Kiesewetter, allein schon aus dem Grund, weil es sich um eine gebürtige Thüringerin handelt, die ja auch aus einem
2011 die Ereignisse in Eisenach, die zum Auffliegen des NSU führten und auch da die Frage, was haben wir mit Thüringer Behörden da eigentlich ermittelt, wie sind sie da auf die Spur gekommen, wie haben sie dann wie sind sie mit den Ergebnissen dieser Ermittlungen umgegangen. Da kann man schon sagen an dieser Stelle, da gibt es für uns einige Fragen, die immer noch offen geblieben sind. Also auch, aber selbst das kurze Anreisen hat gezeigt, dass da einige Seltsamkeiten gerade auch in diesem Komplex bestehen, die sich für uns noch nicht erschließen. Ich werde jetzt, auch wenn es hauptsächlich ja um die Schlussfolgerung geht, zumindest ein paar Ergebnisse kurz referieren, weil ich denke, dass sie durchaus wichtig sind, aus meiner Sicht. Das eine habe ich ja eben schon gesagt, dass wir bei den Banküberfällen in 2011, die in Thüringen stattgefunden haben, das war im September in Arnstadt und dann eben am 4. November 2011 in Eisenach und darauf im Tod zu dem Schluss gekommen sind, dass wir an dieser Stelle zumindest Fragen haben, die wir konnten feststellen, das ist ein Zitat, dass sich hier Abweichungen gegenüber den standardisierten bzw. üblichen Ermittlungsmethoden ergeben haben. Das heißt, es ist uns nicht klar, warum die Polizei so gehandelt hat, wie sie gehandelt hat im Nachgang, und da ergeben sich für uns einige Fragen, weswegen dieser Komplex für uns auch noch deutlich also offen ist und für uns auch noch weiter zu arbeiten ist. Eine zweite wichtige Erkenntnis, die ich zumindest mal referieren will, ist, weil sie auch schon ja auf medialen Wirbel gesorgt hat, deswegen will ich diese Passage etwas vorlesen, ist die Frage, inwieweit die Sicherheitsbehörden in Thüringen denn involviert gewesen sind in den ganzen NSU-Komplex. Dazu gibt es auch eine entsprechende Frage, die im Untersuchungsauftrag formuliert war, vom Untersuchungsausschuss folgende Antwort. Im Anschluss an die sogenannte Garagendurchsuchung und das Untertauchen von Böhnhardt, Mundus und Schäpe durchgeführte Fahndung nach den Untergetauchten ist einem so erschreckenden Ausmaß von Desinformation, fehlerhafter Organisation, Abweichung von üblichen Vorgehen und Versäumnissen bei der Verfolgung erfolgversprechender Hinweise und Spuren durchsetzt, dass es dem Ausschuss nicht mehr vertretbar erscheint, hier nur von unglücklichen Umständen, Pannen oder Fehlern, wie sie natürlicherweise auch bei besten Vorsätzen nie ausgeschlossen werden können, zu sprechen. Im günstigsten Fall steht hinter dem festgestellten umfassenden Versagen vieler Akteure schlichtes Desinteresse am Auffinden der drei Gesuchten im Vergleich zu anderen Aufgaben, die den damals Handelnden möglicherweise tagesaktuell wichtiger erschienen. Die Häufung falscher oder nicht getroffener Erscheinungen und die Nichtbeachtung einfacher Standards lassen aber auch den Verdacht gezielter Sabotage und das bewusste Hintertreiben eines Auffindens der Flüchtigen zu. Das heißt, kurz gesagt, wir sagen also, im besten Fall war es Desinteresse, im schlimmsten Fall war es mehr. Wir können auch aus unserer Sicht nicht ausschließen, dass es tatsächlich bei einzelnen Akteuren oder staatlichen Behörden gezieltes Interesse daran gegeben hat, die drei nicht zu finden bzw. die Ermittlungen zu hintertreiben. Allerdings haben wir dafür auch keine hieb- und stichfesten Hinweise gefunden, sondern es ist schlicht und ergreifend die Häufung, die unglaubliche, nicht mehr zu erklärende Häufung von Fehlern, die bei den Ermittlungen gemacht worden sind, die uns zu diesem Schluss geführt haben. Es gab dann zu diesen allgemeinen, also das sind gemeinsam getragene Feststellungen, auch einige, die wir als Linke hervorgehoben haben wollten, die wir uns im Sondervotum getroffen haben. Das betraf zum einen die Frage der V-Person im Verfassungsschutz. Da möchte ich auch zwei Dinge zitieren, die wir dazu auch festgestellt haben. Vom Verfassungsschutz eingesetzte V-Personen im rechten Milieu befördern in der Folge oftmals Radikalisierungsprozesse in ihrem Umfeld. Sie agieren oft als führende Persönlichkeiten in den Strukturen, aus denen sie berichten. Das Wirken in den Strukturen wird ihnen mit Geld und Sachmitteln erleichtert oder gar erst ermöglicht. Sie erhalten die Möglichkeit, Vernetzungsprozesse voranzutreiben, die dann der Verfassungsschutz im Nachgang beklagt. Das ist eine Feststellung, die wir getroffen haben und die man auch also tatsächlich auch übersetzen kann mit Personen, die in Thüringen halt aktiv waren und als V-Leute gearbeitet haben. Das betrifft nicht nur der immer allseits benannten Tino Brandt, sondern auch andere Personen. Daraus haben wir auch eine Schlussfolgerung gezogen für uns. Die Anwerbung und der Einsatz von V-Personen ist daher kein adäquates Mittel der Informationsbeschaffung, sondern widerspricht allein schon durch die Erfordernisse des Quellenschutzes den Grundsätzen der gesetzmäßigen Verwaltung. Die Nichtweitergabe von Informationen zu Straftaten durch Mitarbeiterinnen der führenden Behörde aus Gründen des Quellenschutzes führt notwendig zu strafbarem Handeln der besagten Mitarbeiterinnen. Das heißt, aus unserer Sicht ist ein rechtmäßiger,
Einsatz von V-Personen oder ein rechtsstaatsgemäßer Einsatz von V-Personen überhaupt nicht möglich. Das heißt, allein der Einsatz von V-Personen selber führt immer dazu, dass letztendlich nicht rechtsstaatlich agiert wird. Das ist für uns eine wichtige Konsequenz. Gespräche hat es ja gegeben,
auch umgesetzt werden in Form einer Enquete-Kommission. Also die wird es auf jeden Fall geben. Die soll einberufen werden, die sich genau mit diesen Fragen beschäftigt. Daneben ganz konkret schon, es gibt in Thüringen ein Landesprogramm, was SPD und CDU in erster Linie auf den Weg gebracht haben, beim Sozialministerium, dass zivilgesellschaftliche Initiativen und Opferberatungsstellen und auch Beratungsangebote insgesamt auch auf regionaler Ebene und Landesebene unterstützt. Das ist also ein Landesprogramm, das nennt sich bisher für Toleranz und Demokratie, glaube ich. Das soll überarbeitet werden hin zu einem Landesprogramm gegen Neonazismus, Rassismus, Antisemitismus und alle Formen sogenannter Menschenfeindlichkeit, also mit einer ganz klaren Ausrichtung. Das ist interessanterweise auch so von der CDU mitgetragen, das sind wie gesagt die gemeinsamen Empfehlungen. Auch dazu ist in den Koalitionsverhandlungen natürlich vereinbart, das dann auch umzusetzen. Ein weiterer Punkt war die verbesserte demokratische und parlamentarische Kontrolle der handelnden Personen. Dort sind empfohlen worden, die Einrichtung einer unabhängigen Clearingstelle für Beschwerden gegen behördliches Handeln, an die sich Betroffene wie auch Mitarbeiter wenden können. Auch hier gibt es in den Koalitionsverhandlungen Vereinbarungen, dies auf jeden Fall für den Bereich der Polizei zeitnah umzusetzen. Also für die Polizei soll es eine behördliche Beschwerdestelle, eine unabhängige Beschwerdestelle geben für Betroffene, wie auch für die Polizisten selber, weil es ja auch durchaus problematisch ist, innerhalb der Strukturen im Zweifel bestimmte Entscheidungen, die von der Behördenleitungsebene kommen, dann eventuell umzusetzen bzw. anzugehen. Da auch für Polizisten die Möglichkeit zu schaffen, zu sagen, hier an dieser Stelle beschweren wir uns dagegen, dass unsere Ermittlungen beispielsweise gehemmt werden. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist die ausreichende personelle und materielle Ausstattung von parlamentarischen Kontrollinstanzen bei gleichzeitiger Ausweitung der Kontrollrechte und Berichtspflichten. Das ist deswegen so verschwurbelt hineinformuliert worden, weil aus Sicht der Linken zum einen, da sind wir auch, dabei bleiben wir auch, Verfassungsschutz eine vollkommen sinnlose Behörde ist. Das zeigt meines Erachtens auch gerade wieder die Geschichte in Köln. Also Leuten, die sich damit beschäftigen, auch nur Personen, die vielleicht nur die Tageszeitung oder auch vielleicht solche Zeitungen wie den Blick nach rechts oder ähnlichem lesen, die wussten schon seit 2 oder 3 Jahren, dass in der Hooligan-Szene eine Tendenz nach rechts ganz offensichtlich ist und dass dort teilweise linke oder wenigstens antifaschistisch belegte Fangruppen gezielt aus den Kurven in mehreren Staaten gedrängt worden sind von diesen Initiativen. Also wie das ein Verfassungsschutz nicht auffallen kann, der angeblich dafür vorgesehen ist, solche Entwicklungen zu bemerken, das stellt mich immer wieder vor, ein großes Rätsel. Überhaupt zu sagen, wenn es denn Behörden gibt, die in Grundrechte am besten auch noch nachrichtendienstlich eingreifen, dann müssen die auch parlamentarisch kontrolliert sein. Das ist sozusagen hiermit verborgen. Natürlich, solange es einen Verfassungsschutz gibt, wird das auch die parlamentarische Kontrollkommission betreffen. Da muss man auch, sag ich mal, zugestehen, dass es in dem neuen Gesetz, was Grün, SPD und CDU in ihrer jetzigen Koalition noch zum Ende der Legislaturperiode eingebracht haben, durchaus eine signifikante Verstärkung der parlamentarischen Kontrollkommission gegeben hat. Die Linke hat dem nicht zugestimmt, schlicht und ergreifend aus dem Grund, weil wir sagen, wir wollen dieses Ding ja eigentlich gar nicht. Was aber die Kontrollinstanzen betrifft, die sind deutlich gestärkt. Die Debatte, inwieweit eine parlamentarische Kontrolle von Geheimdiensten überhaupt möglich ist, ist natürlich nochmal eine andere Frage. Da gibt es im Übrigen auch diesen Ermittlungsbeauftragten, der hat auch ganz konkrete Rechte, die sehr weitgehend sind und hat auch die Möglichkeit, auf finanzielle Ressourcen zuzugreifen. Also das ist in Thüringen bereits umgesetzt und tritt ab 2001, Januar 2015 auch so in Kraft. Zu den Justizbehörden brauche ich nicht unbedingt wirklich was sagen, weil das ist so ähnlich wie das, was im Bund schon festgehalten worden ist. Da ergibt sich sozusagen kein großer Unterschied. Die einzigen Sachen, die sich vielleicht für Thüringen mal wichtig sind, dass wir die Einrichtung von einer Schwerpunktstaatsanwaltschaft für Thüringen gefordert haben, die sich also konkret diesem Problem widmet. Das ist auch eine Frage der Koalitionsverhandlung, soll auch im Koalitionsvertrag so stehen. Und auch die Pflichtprüfung bei Gewaltstraftaten daraufhin, ob es sich eventuell um rechtsmotivierte Straftaten handeln könnte, auch seitens der Staatsanwaltschaft.
als Problem aufgetaucht, dass zwar die Polizei immer reinguckt und sagt, das ist, ist das eine rechtsmotivierte Tat oder nicht, und die Staatsanwaltschaft aber das meistens nicht überprüft, sondern das einfach so übernimmt, wie es von der Polizei eingestuft wird und dann entsprechend es auch machen wird. Auch da wollen wir die Staatsanwaltschaften zu stärkerer Kontrolle anhalten. Für die Polizei gibt es vor allem die Forderung nach der Verbesserung der Aus- und Fortbildung von Polizeibeamten im Bereich des Rechtsextremismus, die verstärkte Vermittlung interkultureller Kompetenz, insbesondere im Rahmen der Polizeiausbildung, Pflichtprüfung in allen Fällen von Gewalt, Kriminalität und die Tatmotive aufgrund der Person des Opfers und den rassistisch, antisemitisch, homophoben, antiziganistischen oder anderen politisch motivierten Gründen liegen könnten, bei einer zwingenden Dokumentation auf dieser Prüfung. Verbesserung der Erfassung und Einordnung rechtsextrem motivierter Straftaten durch die Polizei, Verstärkung der Bemühungen, Menschen mit Migrationshintergrund in den Dienst der Polizei zu gewinnen, konsequente Verfolgung, Bekämpfung, Verhinderung rechtsextremer Aktivitäten und Straftaten. Das ist jetzt alles sehr allgemein gehalten, da sollen aber dann in den Koalitionsvertrag auch dann Untersetzungen erfolgen. Weiter war für uns wichtig auch nochmal die Frage des Opferschutzes. Auch da haben wir, sind wir dazu zum Schluss gelangt, dass es da Folgen geben muss, beziehungsweise auch Änderungen. Das ist jetzt sehr konkret auf Thüringen bezogen. Da geht es um die Stärkung und Förderung der mobilen Beratungsprogramme. Das sind bei uns in Thüringen Träger, die vor allem Behörden, aber auch Kommunen und aber auch Einzelpersonen und Vereine beraten im Umgang mit rechtsextremen Tendenzen. Also zum Beispiel auch die Freiwilligen Feuerwehren, die in Thüringen mal ein sehr starkes Problem damit haben, dass natürlich Rechtsextreme, die in den Dörfern wohnen, dann sich auch versuchen, in Vereinen aktiv zu werden und sich dort auch versuchen, die Meinungsführerschaft zu übernehmen. Dafür gibt es Beratungsangebote, nicht staatlicherseits, die eine Unterstützung erfahren sollen und auch dabei gestärkt werden sollen. Eine adäquate Finanzierung der Beratungsstelle ESRA. ESRA ist eine bei uns kirchlich getragene Beratungsstelle, eine Opferberatungsstelle, die sich explizit mit den Opfern rechtsextremer Gewalt beschäftigt. Das heißt, die sozusagen ein Beratungsangebot gibt für Personen, die von Neonazis angegriffen, bedroht, verletzt worden sind. Und auch da, das ist bei uns auch besonders wichtig, eine spezielle Hinweispflicht auf ESRA bei Behörden, also bei Polizei und Justiz insbesondere. Das heißt, wenn man als Verletzter zur Polizei kommt, um eine Anzeige zu machen und darauf hinweist, dass man von einem Neonazi aus Behörden angegriffen worden ist, dass die Polizei auch verpflichtet ist, darauf hinzuweisen, dass es diese Beratungsangebote gibt, dass man sich sozusagen darauf Hilfe holen kann, weil viele Leute sich, und das war auch ein Ergebnis unserer Arbeit, viele Personen sich häufig alleingelassen fühlen von der Polizei an dieser Stelle und eben nichts wissen von den Angeboten und den Beratungs- und Hilfeangeboten, die es für sie gibt. Das waren die gemeinsamen in aller Kürze. Ich möchte noch zumindest eine kleine Sache, was die Linksfraktion eingebracht hat oder noch vorgeschlagen hat, referieren, auch mit dem Blick darauf, dass wir jetzt eventuell den Ministerpräsidenten stellen werden. Das ist ja vielleicht auch von Interesse ist, was wir uns gleich selber vorgenommen haben. Da wäre zum einen die Maßnahmen Verfassungsschutz. Sie werden bemerkt haben, dass bei den gemeinsamen Empfehlungen zum Verfassungsschutz nicht aufgetaucht sind. Das hat schlicht und ergreifend den Grund, weil wir festgestellt haben, dass wir da eine Dissens haben. Also dass wir uns nicht darauf einigen können, also wir Linken haben nicht Empfehlungen mittragen wollen, die Existenz des Verfassungsschutzes als solchen verstetigen. Und die anderen haben sich natürlich nicht darauf einlassen können, irgendetwas, was mit Auflösung des Verfassungsschutzes zu tun haben könnte, in eine gemeinsame Empfehlung zu formulieren. Wir haben unsere beiden Empfehlungen zum Verfassungsschutz dann in unserem eigenen Votum festgehalten. Das ist zum einen die absolut sofortige und endgültige Beendigung des V-Leuter-Einsatzes. Und als zweite Konsequenz in einem weiteren Schritt dann die Auflösung des Landesamtes für Verfassungsschutz an sich und die Ersetzung durch eine Informations- und Dokumentationsstelle, die also keine nachrichtendienstlichen Befugnisse hat. Punkt 1, die Abschaffung des V-Leuter-Systems wird so im Koalitionsvertrag festgeschrieben werden. Das heißt, mit dem Eintritt der neuen Regierung
wird eine Verwaltungsvorschrift erarbeitet werden, die sofortige Abschaltung aller beim Landesamt für Verfassungsschutz geführten V-Leute. Für Punkt 2. Haben wir eine Kompromissformel finden müssen, weil mit unseren Koalitionspartnern eine Auflösung des Amtes so nicht durchzuführen war. Für Punkt 2 wird es eine Expertenkommission einberufen, die innerhalb der Legislaturperiode ein Konzept vorlegt und eine Prüfung vorlegt, inwieweit es ein Verfassungsamt oder Verfassungsschutz mit geheimdienstlichen Befugnissen bedarf und Änderungsvorschläge oder Umwandlungsvorschläge vorlegen wird. Das ist quasi der Punkt 2. Da haben wir uns schlicht und ergreifend der Kraft des normativ faktischen beugen müssen, dass wir mit Koalitionspartnern arbeiten müssen, die eine absolute oder sofortige Auflösung des Amtes nicht mittragen wollen. Mithin haben wir aber gleichzeitig gesagt, dass es unser Ziel bleibt, den Verfassungsschutz als solchen anzuschaffen. Zur Polizei haben wir auch einige ganz sehr konkrete Maßnahmen noch erfasst, zum Beispiel die Frage, dass es bei Einstellungen von Polizisten eine Befragung zum Thema Rassismus in der Polizei, also dass es eine Einstellungsbefragung geben soll bei der Polizei zum Thema Rassismus, dass auch wir sagen, die Kontrolle muss besser verbessert werden, es müssen mehr Migrantinnen und Migranten bei der Polizei Berücksichtigung finden, was in Thüringen natürlich ein bisschen schwierig ist, weil wir den geringsten Ausländeranteil oder Migrantinnenanteil ganz Deutschland haben, was sich allerdings nicht in der Ausländerfeindlichkeit widerspiegelt, sondern darüber einen relativ hohen Wert interessanterweise, aber wahrscheinlich ist das so, was man nicht kennt, erfahren hat. Ein weiterer Punkt für uns war der Schutz für Whistleblower innerhalb der Polizei, zu sagen, also Personen, die quasi als Nestbeschmutzer agieren, die sollen vor behördlicher, also obrigkeitsbehördlichem Handeln geschützt werden, besser. Das wird sich in dieser Polizeivertrauensstelle bzw. Beschwerdestelle auch niederschlagen. Die Zusammenarbeit mit Opferberatung habe ich genannt. Für uns auch wichtiger Punkt war, dass wir nicht nur sagen, wir wollen Beratungsangebote verbessern, sondern dass wir auch sagen, Thüringen hat eine Verantwortung für, vor allem auch in den 90er Jahren, das nicht nur für die Toten und Verletzten durch den NSU, sondern auch für die unzähligen Verletzten, zum Teil schwer verletzten, angegriffenen, zum Teil auch getöteten Personen, die in Thüringen aufgrund der Politik, die in Thüringen in den 90er Jahren gemacht worden sind, Opfer Rechtsradikaler geworden sind und von denen zum Teil schwer geschädigt worden ist. Deswegen wollen wir, dass es auch hier eine oder die Prüfung einer angemessenen, also erstmal zu prüfen ist, wer denn also diese Opfer sind, ob sie noch erreichbar sind und hier durch Thüringen angemessen zu entschädigen. Initiativen und Zivilgesellschaft in der Zivilinitiative gegangen. Das soll sich auch als
neben der Integrationsleistung, die für Flüchtlinge geleistet werden muss, auch ein Bleiberecht, ein humanitäres Bleiberecht für Opfer rassistischer Gewalt gewährt wird. Es kann aus unserer Sicht nicht sein, dass ein Asylbewerber, der traumatisiert hierher kommt, dann hier noch traumatisiert wird, dadurch, dass er von Nazis zusammengeschlagen wird, dann in seinem Heimatland abgeschoben wird. Das ist für uns ein unhaltbarer Zustand. Da sehen wir auch als Teil der Verantwortung staatlicherseits, wenn man sozusagen hier den Schutz von Asylbewerbern nicht garantieren kann, dann hat man verdammt nochmal wenigstens die Pflicht, ein humanitäres Bleiberecht. Und der letzte Punkt, auf den sich auch alle einigen konnten, ist, und das auch wahrscheinlich im nächsten Jahr umgesetzt wird, ist die Neuansetzung eines Untersuchungsausschusses in Thüringen. Ich hatte ja vorhin gesagt, wir haben gerade jetzt im 2011er Vorgang noch eine ganze Menge Fragen. Wir haben Fragen zu den Umständen, Michelle Kiesewetter, welche Verbindungen, welche Netzwerke gab es, was mussten Thüringer Behörden, wie waren Thüringer Behörden in die Ermittlungen zum Mord an Michelle Kiesewetter eingebunden durch Baden-Württemberg. Wir haben offene Fragen immer noch zu den Fahndungen. Wir haben eine ganze Reihe offene Fragen, die sich für uns daraus ergeben, dass es Anhaltspunkte dafür gibt, dass es eine enge Verquickung der Thüringer Neonazi-Szene, auch gerade aus dem Bereich des THS, in die organisierte Kriminalität gab. Das spielt ja auch eine Rolle bei der Frage der Waffenbeschaffung, wenn man sich das jetzt anguckt über die Schweiz, wenn es um die Mordwaffe geht. Da hingen ja auch Netzwerke mit drin, die zumindest den Verdacht oder den Anschein erwecken, dass da organisierte Kriminalität eine Rolle spielen könnte. Von daher sind das für uns Punkte, die wichtig sind in Thüringen, weswegen wir einen neuen Untersuchungsausschuss einsetzen wollen. Ist auch Bestandteil der Koalitionsvereinbarung. Wann genau der eingesetzt werden kann, hängt natürlich ein bisschen davon ab, wie schnell wir wieder zur Regierungsbildung und solchen lästigen Dingen wie im Haushalt für das nächste Jahr beschließen, fertig sind. Auf jeden Fall sind wir da in den Startlöchern und auch denen wird es gehen. Ja, soweit vielleicht erstmal von mir. Ich hoffe, es war nicht zu. Gegen Ausländer nicht nur beschränkt sei auf die Zeiten, da dachte ich, ach so, ja, jetzt geht's zurück. Aber dann sagten Sie, auf die Zeit der 90er Jahre. Meine Frage ist, was ist denn mit der Ausländerfeindlichkeit in den 80er Jahren? Denn gerade in Thüringen war ja die Gewalt gegen Ausländer, gegen Algerier, gegen Kubaner, also gegen alle, die irgendwie komisch aussahen, dann zum Teil an Bäume genagelt worden sind, also wie es einem Algerier in Thüringen widerfahren ist. Was ist denn mit dem Rassismus? Taucht der da auch auf oder beginnt der Rassismus in Ihrem Verständnis erst in den 90er Jahren? Nur als Frage. Also im Abschlussbericht taucht er auf. Wir haben uns damit beschäftigt. Wir haben auch Sachverständige gehört. Es gab von Konrad Weiß beispielsweise, dem Bürgerrechtler, einen bereits, jetzt muss ich lügen, 88 oder 87 verfassten Aufsatz, der ist uns auch zur Verfügung gestellt worden. Wir hatten Herrn Weiß auch selber als Sachverständigen mit im Ausschuss gehört. Und es gibt auch ein eigenes Kapitel im Untersuchungsabschlussbericht, der sich mit dieser Frage des versteckten Neonazismus und Rassismus in der DDR, der dort eben versteckt war, also staatsoffiziell ja auch nicht stattgefunden hat, beschäftigt hat. Und da auch eine Wurzel für das sieht, was natürlich in Thüringen passiert ist. Also das gibt es. Was die Frage der Entschädigung betrifft, da haben wir an die Frage DDR noch nicht gedacht. Das nehme ich vielleicht mal mit, was man überhaupt mal zu prüfen, ob das rechtlich überhaupt möglich wäre und wie weit das möglich wäre. Ich habe eine Frage zu den V-Leuten. Sie haben gesagt, dass die V-Leute beim Verfassungsschutz abgeschafft werden sollen. Wie ist es denn mit den V-Leuten im polizeilichen Staatsschutz? Weil zum Beispiel in Berlin hat man ja gesehen, dass als der Verfassungsschutz zurückgebaut worden ist, der Staatsschutz diese Rolle der V-Leute völlig übernommen hat. Und überhaupt ist ja in Deutschland eine Tendenz, dass der V-Leute-Einsatz beim polizeilichen Staatsschutz sehr weit ausgeweitet wird. Ja. Also zu Punkt 1, unsere Landesregierung hat für die ganze Zeit immer behauptet, sie hätten im Staatsschutzbereich keine V-Leute.
und auch also keine V-Person schlicht und ergreifend. Es gäbe eine Anweisung, eine Dienstanweisung des Innenministeriums, die traditionell wäre in Thüringen seit den 90er Jahren, dass im Bereich politische Kriminalität keine V-Personen gebraucht werden. Ob das so stimmt, weiß ich nicht. Also aus den Akten, die wir haben, können wir nichts Gegenteiliges ersehen. Ob das aber tatsächlich so stimmt, ich meine, da gibt es ja eine Möglichkeit, da dem eventuell auszuweichen, die vielleicht auch anders einzuordnen und ähnliches, das kann ich nicht sagen. Wir haben das nicht explizit aufgenommen. Wir als Linke haben uns auch dagegen ausgesprochen, V-Personen bei der Polizei. Und es wird auch im Rahmen der neuen Regierung ein neues Polizeiaufgabengesetz geben. Das ist so eine Geschichte, die schon vereinbart worden ist in den Vorgesprächen, also vor den Koalitionsverhandlungen, die sozusagen als Pfeiler schon eingeschlagen worden ist, dass man über ein neues Polizeiaufgabengesetz spricht. Da sind die V-Leute der Polizei geregelt. Und da werden wir in dem Zusammenhang sicherlich.